Und er ist wieder halbwegs auf dem Damm. Die Kopfschmerzen, die ihn daran gehindert haben, in der Staffel mitzuwirken, die leichten Schwindelgefühle sind etwas besser geworden. Gestern hat er sich damit rumgeplagt, Andy Birnbacher. Heute will er unbedingt dabei sein. Jaroschenko ist raus, spätestens mit diesen beiden Fehlern. Er muss zweimal in die Strafrunde. Der 24 hier vorn, Christian De Lorenzi. Einer der Superschützen dieses Winters. Und der wird auch läuferisch immer besser. Ja, der ist jetzt echt zu beachten. Kommt aus Bormio, hat dort auch allerbeste Trainingsbedingungen. Dort gibt es gleich im Gebirge eine Bahn, die auch im Sommer zu belaufen ist. Eine Rollerbahn. Hier braucht er ein bisschen lange, um in die Schlaufen zu kommen. Dadurch verliert er ein paar Sekunden. Auch das wird De Lorenzi noch perfektionieren. 27 Jahre alt. Militärweltmeister nach den Olympischen Spielen 2006. Da hat er so zum ersten Mal auf sich aufmerksam gemacht. Ja, es ist kein Spruch. Die Schar derjenigen, die hier unter die ersten drei laufen können, bei den Männern mittlerweile auf 40, vielleicht sogar 50 Athleten angewachsen. 20 potenzielle Sieger sind hier heute unterwegs. Das macht auch den Reiz aus. Mit der 27 einer davon unterwegs. Lars Berger kam einmal durch und gewann in Hochfilzen. Da haben wir ihn. Beim Schießen. Vor 5 Jahren. Mit seinen ersten drei Weltcup-Siegen. Das waren allesamt Sprinterfolge. Ja, und der Berger hat auch richtig gut das Schießen gelernt. Das war die große Achillesferse. Und oben Michael Greiß hat jetzt natürlich versucht, alles oder nichts, Schnellfeuer. Ein weiterer Fehler ist ihm dabei unterlaufen. Schade drum. Insgesamt also fast ein halber Kilometer Strafe für den Allgäuer bei seinem Wiedereinstieg in den Weltcup. Hat er sich natürlich anders vorgestellt. Lars Berger nur 3 Sekunden zurück auf Christoph Sumann, jetzt auf Rang 4 nach dem ersten Schießen. Und es geht weiter im Sekundentakt. Auch Björn Ferry liegt richtig gut im Rennen. Jetzt allerdings nicht mehr. Platz genommen, werden wir sicherlich gleich sehen. Hier vorne ist der lange Thüringer. Und oben schon im Stehenanschlag sein Mannschaftskamerad Michael Rösch. Klasse Serie, Christoph Stephan. Und jetzt oben Daumen drücken für den zweiten Anschlag von Michael Rösch. Einen Fehler, wenn es nicht mehr werden, wird er wieder eine gute Platzierung abliefern. Christoph Stephan rund 15 Sekunden, genauer gesagt 13 hinter den Schnellsten. Ferry hinter ihm jetzt raus aus der Runde und Michael Rösch fährt gerade hinein. Jetzt hat er alle Hände voll zu tun da, der Bundestrainer. Schon ist der Nächste da, Alexander Wolf. Der hatte allerdings leider Gottes 2 Scheiben verfehlt beim Liegenschießen und eine beim Stehenanschlag. Also exakt das Schießergebnis von Michael Greiß. Hier sehen wir Michael Rösch und der liegt momentan auf Rang 3 nach dem zweiten Schießen. 40 Sekunden zurück hinter Ulla-Anna Björndahl. Dessen Landsmann jetzt am Start. Halvard Hannewold hat hier eine unglaubliche Leistung abgeliefert in der Staffel. Hat da die jungen, wilden, nachstürmenden Arne Pfeiffer und Martin Fourcade auf der letzten Runde richtig stehen lassen. Das ist Ivan Ceresov. Und das nochmal die Serie von Christoph Stephan. Die rechte Hand sieht man hier sehr schön. Bleibt beim Repetieren immer am Schaft. Das war im letzten Jahr noch nicht ganz so. Da hat er dran gearbeitet. Bisschen was weggenommen vom Schaft. Und Ceresov muss eine Strafrunde laufen. 150 Meter lang.
Stefan momentan auf Rang 10 nach dem Liegenschießen. Damit zweitbester Deutscher, Michael Rösch immer noch Dritter dort. Den haben wir ja mittlerweile schon beim Stehenschießen gesehen. Und er hier gibt der Konkurrenz natürlich die Zeiten vor. Deutlich vorn nach dem zweiten Schießen. Ulainer Björndalen und auch hier grandios, wie er diesen Anstieg nimmt. Und Suhmann. Ja, auch wieder klasse geschossen. Alle 10 versenkt. Und dennoch keine Chance im Duell mit Björndalen. Die 17 links, das ist Christoph Suhmann mit der 16, sein Mannschaftskamerad Tobias Eberhardt. Der 33, der Tscheche Roman Dostal, der muss in die Runde. So, Christoph Suhmann jetzt Zweiter nach dem Stehendanschlag. 23,6 Sekunden Rückstand. Michael Rösch damit zurückgefallen auf Platz 4. Und der Zielanlauf von Ulainer Björndalen. Wie gut ist diese Zeit? Ich sage mal, unter die ersten drei kommt er mit Sicherheit. Das könnte mit der niedrigen Startnummer 4 schon der Sieg gewesen sein. Schauen wir mal, was sein Mannschaftskamerad Emil Hegde-Svensson macht. Der hat sich's verdorben mit dem letzten Schuss, die Siegchance. Oh ja, das war die mit Abstand stärkste Leistung in diesem Winter von Ulainer Björndalen. Einmal Zweiter, einmal Dritter war er bislang. Das könnte sein erster Sieg werden, aber es sind noch über 100 unterwegs. Michael Schlesinger, Vize-Weltmeister auf dieser Strecke 2007 im Südtiroler Antholz. Auch stark geschossen. Vordergrund der Schwede Matthias Nilsson. Schauen wir auf die Zeit hier von Schlesinger. Im Bereich seines Landsmannes Zdeněk Vítek auch nur 16 Sekunden zurück. So, das ist Andreas Birnbacher, der in Oberhof einen Neustart hingelegt hat als Siebter im Sprint. Dann wieder diesen kleinen Rückschlag bekam hier mit den Kopfschmerzen in Ruppolding. Der will natürlich auch unbedingt in die Weltmeisterschaftsmannschaft der deutschen Biathleten. Und das ist schwer momentan. André Makoveev. Mit wenigen Einsätzen in diesem Winter bislang bei den Russen. Im letzten Jahr dreimal Dritter. So gut war er dieses Jahr noch nicht. Und da ist Andreas Birnbacher. Ja, Schießzeit exzellent, auch die Laufzeit sehr, sehr gut in Reichweite der Ersten. Das wird ihm Mut geben, läuft wie viele andere auch mit einer Sonnenbrille, denn der Schnee reflektiert doch arg. 9,5 nur der Rückstand von Andy Birnbacher nach dem ersten Schießen. Das ist klasse. Das wird ihm Mut geben, die Kopfschmerzen passé, hoffentlich. Während so eines Wettbewerbes wird ja auch unglaublich Adrenalin ausgeschüttet. Da kann man schon mal ein paar Schmerzen verdrängen. Das ist Friedrich Pinter, einer der sehr starken Österreicher aus der Staffel. Hat sich vor der Saison einen neuen Schaft anfertigen lassen. Korrigiert hier nochmal seine Einstellung, dreht an die Opta. Da kann man also mit drei Rasten einen Zentimeter Form verändern bei den Scheiben. Hat sich offenbar ausgezahlt. Hat alles getroffen und ist auch stark gelaufen. Immer dann wird am die Opta gedreht, wenn sich die Bedingungen vermeintlich verändert haben zum Anschießen, das ungefähr vor einer Stunde zu Ende gegangen ist. Diese Einstellung muss der Athlet noch in etwa im Hinterkopf haben. Wie stark war der Wind, aus welcher Richtung wehte er, und dann muss man dementsprechend korrigieren. 9 Sekunden nur der Rückstand von Friedrich Pinter nach dem ersten Schießen. Damit ist der Neunter momentan die ersten 10. Alle innerhalb von 10 Sekunden nach dem Liegenschießen. Und er hier, Andy Birnbacher, ist dort auf Rang 10.